Ich weiß, ich hab's gesagt, aber wir machen wieder die Schübepakete auf. Denn durch die Superschübe möchte ich dadurch ein paar bekommen. Wir hoffen natürlich auf Superschübe, die wir aus diesen drei Angeboten kriegen. Wir uns einmal das kleine Schübepaket, 3 Sterne, 3 5 Sterne. Im normalen Schübepaket 6x 5 Sterne und im großen Schübepaket 12x 5 Sterne Schübe. Man kann die Wahrscheinlichkeiten auch überprüfen, wenn man hier auf Info geht und dann auf dieses Zufallsbutton. Und dann sieht man auch, dass die Superschübe dabei sind. Genau, und das werden wir jetzt öffnen, die drei Dinger hier. Und guck mal, was da so drin ist. Ich bin sehr gespannt, ob ich das mal Glück habe. So, wir haben das erste Schülpaket geholt. Diesmal müssen wir es ein bisschen anders machen, weil die Sortierung ist jetzt anders. Das heißt, wir haben hier jetzt die Schübe, die wir bekommen haben. Stadtschub 3 Sterne, einmal 5 Sterne Bäckerei, richtig gut. Ein Hummerschub, Kacke, aber ein XP-Schub dabei. Nochmal ein Stadtschub, geht so. Und dann haben wir nochmal einen 5-Sterne-Superschub bekommen, nämlich hier die Molkerei. Also richtig krass, gute Schübe dabei gewesen wieder. Also zweimal schon den Superschub und dann halt noch XP-Schub dabei. Also mega das erste Paket. Das kann ich euch immer nur empfehlen, das erste Paket, wenn ihr euch eins holt. Dann natürlich gerne mit Creator-Code. Danke, Ihnen, das macht. Und wir holen uns jetzt noch die anderen beiden. Bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil man echt nicht sehen kann, welche man genau bekommt. Ich habe aber noch einen Superschub Molkerei bekommen. Mega. Einfach schon zweimal Molkerei bekommen. Dann hatten wir noch einen Minenschub dabei. Welcher gut war. Der Rest war ein bisschen kacke. Produktionsgebäude, Angelbereich. Deswegen Superschub Molkerei war gut. Und einen Minenschub haben wir bekommen. Also mega schon mal. Das ist auch das zweite Paket. Ich bin schon sehr begeistert. So, wir haben zwei Superschübe bekommen. Hier sehen wir schon Schmelzofen und Bäckerei. Also auch richtig gut. Dann haben wir einen XP-Schub bekommen. Ich weiß leider gerade nicht welchen. Oh, meine Chicken Nuggets. Oh, scheiße. Also, die habe ich echt. Oh, scheiße. Ne, sind nicht verbrannt, aber hat gepiept. Okay, auf jeden Fall hatten wir XP-Schub, zwei Superschübe und einen Minenschub. Der Rest war so Pflanzenschübe, Angelschübe, die eigentlich nicht so relevant sind. Jetzt kann ich leider nicht nachgucken, welcher XP-Schub das war, aber es muss ja ein 5-Sterne-Schub gewesen sein, weil es ja nur 5-Sterne-Schübe da drin waren. Und ja, ich denke mal, dass hier ein Gewichtsschub dabei war, ein Stadtschub war auch dabei und dann halt der 5-Sterne-XP-Schub. Wo ist der denn? Ja, die sind bei mir ganz weit hinten, weil die habe ich schon lange. Geldschub hatten wir nicht, wir hatten einen NS-Schub dabei noch. Genau, ja, wir haben auf jeden Fall einen XP-Schub bekommen. Das war der von eben. Also einmal vom vorigen Paket und jetzt der jetzige. Also, und im ersten Paket haben wir auch noch einen drin. Also richtig krass. Hier drei XP-Schübe heute. Und richtig viele Superschübe. Also das feiere ich auch sehr. Ja, mega cool. Ist natürlich sehr, sehr teuer. Aber, um die Superschübe mal auszutesten, habe ich es jetzt mal gemacht. Und ihr seht, die kriegt man auch da. Ansonsten kriegt ihr Superschübe genau daher, wo ihr auch die normalen Schübe herbekommt. Deswegen Derby, Events und so weiter und so fort. Da könnt ihr dann auch die Superschübe jetzt gewinnen. Das war's fürs Video, Leute. Wenn ihr euch was gönnt, denkt an den Creator-Code. Danke, Ihnen, das macht. Riesenunterstützung. Haut rein und ciao.